Also unser Neumitglied hier vom Kanal Rosenbahn 19 von heute. Für heute bin ich hier, ich auch noch von Zeige den neuen Zug für die von der Regiobahn. Der ist leider nicht der leider zur Ausleihe bei Abellio ist. Und zwar auf den S-Bahn-Linien wird jetzt eingesetzt, auf den S2 auf jeden Fall. Und ansonsten und welches gut ist es? Bei Flirt 3. Der Regiobahn ausgeliehen an Abellio aufgrund der vielen Elektrifizierung, der Außenstrecke, zum Beispiel sprich zwischen Wuppertal-Vohwinkel und der Dorf-Erresheim, sowie zwischen Neuss und Kasser See. Wir gehen jetzt ja rein, das ist ein moderner Zug hier. Richtung Essen auf den irischen Dorfner Bahnhof über Essen Kreis Nord, der ist in Kirchenherde auf Südhofen. Und hier ist eine Wärterabtei, leider ohne Stadtsitze. Aber leider ist das nicht so unter Bahnzeit hier im S-Bahn-Netz. Der Abellio. Ist das Automatiktür? Ja, das ist eine Automatiktür. Toilette bei hier mit so Waschbecken. Das heißt mir natürlich auch, dass so wie jetzt sehr, sehr wichtig in der Automate des Funktionsmittels. Abfallklappe öffnen. Wie ich sehe, hier mit Hüffeltisch, Rauchmelder soll dann natürlich auch selbstverständlich. Ich habe diese Woche heute ein abteilen. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ich schicke mal diese Probe. Ah, hier ist ein wunderschönes Zug hier. Starter für 3 XL ist das meistens, sehr XL. Sieht man auch an den Sitzen. Die sind ja typisch S-Bahn-mäßig. Wieso auch mit der Anzeige im VRR-Design. VRR-Design. Und jetzt auch ein Linien-Netzplan hier von der Zug 21. Wir sind in diesem Essen und der Zug fährt dann als S2. Wir gehen dann über Gelsenkirchen, Wanne, Eickel, Herne, Castrop, Rauxel, Dortmund, Menngedde und dann weiter runter mit einem Zwischenhalten bis zum Dortmunder Hauptbahnhof. Wie ist noch? Hier da hinten ist hier noch eine Effekte. Gibt überall Steckdosen. Beispielsweise hier im Abteil gibt es eine und so wie in den Viras. In der Vierer Sitzgruppe. An den Einzelbetten gibt es leider gar keine Situation. Die ganze in der Feierhalle. Und schau mal, hier gibt es Klappsitze. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Aber leider das Wetter ist viel, viel kleiner. Und hier kommt das nächste größere Messerabteil. Mit einem Sitz. Schau mal, die Situation sieht. Nein, leider nicht. Und auch keine praktische. Aber es ist ein S-Bahn-Zug, für den S-Bahn-Verkehr. Und hier gibt es auch
auf meinen Tabletzettel. Aber da steht dann als Tabletzettel vorne. Wir sind im Betriebnahme des Montreal-Tabletzettels Recklinghausen Hauptbahnhof. Er fährt wohl auch auf Linie S9. Aber leider hält der Zug zwischen Kappelkreuz und Recklinghausen Hauptbahnhof nicht. Oder? Weiß nicht. Weil in Herzenfolge es einen Halt geben, aber leider ist das noch nicht so. Und jetzt noch eine erste Klasse. Hier noch mal kurz rein. So, meine Probe. Ist das möglich hier? Gibt es nur Armlehnen? Sowohl links als auch rechts. Steckt unten, dass ich aufhalten, so wie ein größerer Tisch. Und die neuen Züge gehören nicht den Eisenbahnverkehrsunternehmen, sondern dem Verkehrsverbund Hannover. Genau dasselbe ist ja auch beim RRX der Fall. Sehr schöne Ledersitze hier in der ersten Klasse. Und in der zweiten Klasse gibt es hier so Stoffsitze. Aber ich finde erste Klasse in etwas Dünger einfach so unnötig. Denn er fährt schon für 5 Minuten erste Klasse. Nächstes Beispiel. Früher bist du in der zweiten Klasse hat hier etwas Tisch, aber nicht so gut, aber nicht so großer Komfortunterschied. Dann gehen wir raus. WLAN verfügbar, und zwar kostenloses WLAN. Ich weiß nicht, wie hoch hier das Datenlimit ist. Immer kurz halte ich das hier von Valio. Und die Farben passen sogar auch zu Abellio, dass ihr fahrt daran, dass Regiobahn und eben Abellio dieselben Farben haben. Hier ist auch ein. Als Doppeldecker in Münster. Und da ist der SWO in Richtung Dortmund Hauptbahnhof hier am Essen Hauptbahnhof. Und ich habe an den Kopfbahnschein Gleis 21 und 22. Ne, am Gleis 21. Am Gleis 20 steht hier der E42 in Richtung Münster. Sehr schöner Zug, finde ich. Und für eine S-Bahn hat der Fahrer auch hier. Auf der jemandige Ausstattung, wie zum Beispiel bei WC mit so Wittgefläche, jede Menge Werkzeugabteile, zum Beispiel Sicherheit mit einem an den Wagen enden. Und auch hier, zum Beispiel für Kinderwagen oder so, sind auch sehr gut, dass es mehr Werkzeugabteile gibt. Aber hier gibt es ein größeres Werkzeugabteil, nämlich 25 Fläche mit dem Geschoss der Boden. Und hier bei den für 3 Zügen, wir für 3 S-Züge. Und ich weiß noch nicht, was diese Zeichen sind. Ob es nur für Einschusshilfe ist oder auch, dass man wie beim RX die so lange die geöffnet bleiben, bis der Zugführer die Tür freigabe, wie da die Tür aktiviert. Die Fahrzeuge sind jetzt auf so ein Starter-Tür gelassen und nicht auf VR und nicht auch noch auf VR. Genau dasselbe ist ja auch bei der Ecke in Gefahr. Man hat einen Blick bis nach Gelsen in Kiesbüchen von hier aus, muss ich gar nicht. Liegt einfach an der Höhenlage. Der ist nach Bonus liegt ja höher als Essen. Normalerweise fahren auf der NEA 41 für 3 Züge. Meine Eichel, Herne,
Und in der ersten Klasse von R fahren meistens nur so Rentner und Geschäftsleute, die der Bank als 100 First haben. Die sind nur tätig auf dem Buffet, die erste Klasse. Aber leider schaffe ich heute nicht, an mich zu fahren. Was wissen, sind die Züge sogar identisch? Und der Fett 11 verfügt sich in Richtung Osnabrück ab. Und der Fett für 3 XL hier von Abellio. Ich kenne, ich nehme nicht, ob das normaler für 3 ist oder ob das, ich meine XL, dann einfach, da er einfach viel mehr Türen hat, wie ein normaler für 3. Die man auf die Regal-Express, die zum Beispiel RE2 in E1, E2 in so Rheinland-Pfalz als Südex und hier im Rhein-Ruhr-Gebiet als E42 Münster, Münster, München, Gladbach und als der Aufzug nach unten. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.